Die Deutschen verschenken jährlich mehrere tausend Euro. 500.000, 1.500. Ja. Wohoho, bei dir läuft's oder wie? Wo hast du nur die 1.500 Euro her? Na, das ist meine Steuerrückerstattung, die ich jetzt erhalten habe. Boah, nee, komm mir nicht mit Steuererklärung, auf keinen Fall. Und genau den gleichen Fehler wie du begehen 12 Millionen weitere Deutsche. Nutze doch einfach die Zaster-App. Hierfür benötigst du nur deinen Namen, deine Adresse und deine Steuer-ID. Die Partnersteuerberater von Zaster machen dir dann ein vorläufiges Angebot. Okay, aber wenn die jetzt nur so wenige Angaben haben, ich habe zum Beispiel eine Riester-Rente und ich habe mal gehört, dass man die auch steuerlich geltend machen kann. Das ist völlig richtig, deshalb erhältst du auch ein vorläufiges Angebot. Sobald du das Angebot angenommen hast, kannst du in deinem Fall die Riester angeben oder auch Fortbildungskosten kannst du im Nachhinein noch eintragen, um damit deine Steuerrückerstattung massiv zu erhöhen. Hey, das war mir so echt nicht bewusst. Vielen Dank für den Tipp, aber wo kriege ich die App her? Geh hierzu einfach in den Link in meiner Bio und lad dir die App runter. Und nutz unbedingt den Rabattcode Arbeit10, dann erhältst du obendrauf nochmal 10 Euro.